Ja, moin meine Bratwürste, herzlich willkommen zu einem Glitch aus LS. Und zwar, wie man sich in ein paar Minuten sehr viel Geld holen kann. Ich bin nicht alleine, ich bin mit noch einem Kumpel, Gamezocker, aus dem gestrigen Stream. Ihr braucht auch zwei Leute dafür. Und zwar, sieht ihr da hinten den Mähdrescher, der muss jetzt zurückgesetzt werden. Du hast vergessen einzuschalten. Okay. Okay, warte. So. Und dann ist es so, derjenige, der von euch beiden das Spiel aufgemacht hat, muss auf Optionen und dann Speichern klicken. Und der andere muss in der Zeit so schnell wie es geht immer das Fahrzeug zurücksetzen. Und zwar muss ich jetzt speichern und er setzt das Fahrzeug zurück. Am besten zählt ihr gleich runter. Bist du bereit? Ja. Okay. 3, 2, 1. Und tada, schon habt ihr hier wieder mehrere Mähdrescher, die ihr dann verkaufen könnt. Und wenn ihr dann genug Geld habt, kauft ihr euch am besten entweder hier so eine Rübenerntemaschine oder so eine Kartoffelmaschine. Weil die einfach mehr Geld geben. Und die können wir uns jetzt noch nicht kaufen, deswegen müssen wir das Ganze jetzt noch einmal machen. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Okay, jetzt sind ziemlich wenige, glaube ich, rausgekommen gerade. So, jetzt können wir uns hier so eine Kartoffelmaschine einfach kaufen. Kaufen. Dann zurücksetzen. Jetzt steht's auf dem Hof. Den Mähdrescher können wir quasi verkaufen. Hier steht noch einer. Hier steht noch ein Drescher. Jetzt nicht mehr. So. Bist du bereit? Moin. Ja. So, 3, 2, 1. Und das macht ihr jetzt dann einfach so lange, bis ihr dann einfach irgendwann das Geld zusammen habt, was ihr haben wollt. Und für die Leute, die einfach, 15. ja, zum Beispiel jetzt haben wir 15 Kartoffelerntemaschinen, ist halt, wie gesagt, ein Glitch. Ich weiß nicht, ob er auf dem PC auch funktioniert, auf jeden Fall auf der Konsole funktioniert ist. Ihr seht schon, die erste Million ist da. Und ich würde sagen, wir machen einfach Cross und Cut. Und dann geht gleich weiter. Nee. Aufgenommen. Witze, mach Ja. mal ein Foto.